Das Haus der 101 Dalmatiner. Nur im Disney Channel. Ciao, du Chacha. Hey, Trommel, gewonnen. Dolly, du bist wirklich überhaupt keine Hilfe. Was soll das denn, Dylan? Ich poliere das Treppengeländer. Oh, hab was übersehen. Schon wieder! Bauwaka, wow! Oh, hey! Viel Erfolg bei der Hausarbeit. Okay, ich gehe jetzt zur Arbeit. Wiedersehen, Mom. Anstrengende Nachtschicht, Doc? Abgeschuftet wie ein Tier. Dad! Dad! Bis dann! Nein, nicht! Ich hab gerade geputzt! Wow, Clarice, das Mensch ist richtig gut erzogen. Er macht die ganze Hausarbeit. Oh, wenn wir doch bloß ein Haustier hätten. Hast du gehört, Dizzy? Klar habe ich das, Didi. Na dann besorgen wir jetzt ein Haustier. Ja, 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 ja. Aber woher? Das ist der perfekte Ort. Der Menschenladen. Suchen wir uns einen aus. Einen schwarzen Kaffee für Sie, Mister. Nein. Nicht gut. Schnute, Posten, Schnute, Posten, Schnute, Posten. Die ganz bestimmt nicht. Der da ist doch total süß. Mich will einfach keine. Doch, wir wollen dich. Hey, wer seid ihr zwei? Sowas von süß. Was hast du denn, Kleine? Soll ich mitkommen? Okay, na dann mal los. Tschüss! Sauber! Dylan, mach die Tür auf! Dylan, mach die Tür auf! Dylan, mach die Didi? Tür auf! Tada! Überraschung! Ein Mensch? Er ist ein Haustier. Du weißt schon, für die viele Hausarbeit. Können wir ihn behalten? Können wir ihn Mr. Fuzzy nennen? Bitte! Auf keinen Fall. Wir können keine Menschen hier im Haus gebrauchen. Ah, er ist im Haus! Hier, Mr. Fuzzy. Wer hat den Menschen reingelassen? Ich kümmere mich darum. Hören Sie, Sir, es tut mir wirklich leid, aber es hat offensichtlich ein Missverständnis gegeben bei dieser... Da möchte wohl jemand gekitzelt werden. Gille, gille, gille. Ich muss mich zusammenreißen, kann nicht widerstehen, Mr. Fuzzy. Ja, du kümmerst dich ganz wunderbar. Oh, komm her, du. Vergiss es, der hat bestimmt Flöhe. Ja, konntet ihr denn einen finden, der ein bisschen mehr glänzt? Wisst ihr, vielleicht ist dein Haustier doch keine schlechte Idee. Ja, ich meine, die Welpen könnten was dabei lernen, wenn sie ein anderes Lebewesen versorgen. Und Haustiere geben immer bedingungslose Liebe. Das gilt allerdings nicht für Schwestern. Warte mal kurz. Du willst doch nur, dass er die ganze Hausarbeit macht. Du bist ja auch keine große Hilfe. Wow, sieht mal, wie schlau er ist. Er hatte Durst und wusste instinktiv, wo er die Wasserschüssel findet. Ich glaube nicht, dass er was trinkt. Ah, wisst ihr was? Er markiert sein Revier. Ja, das hat er. Ich werde nie wieder aus dieser Schüssel trinken. Die Bewohner sind aber ganz schön hundeverliebt. Oder wohnt ihr Hunde hier allein? Was ist das? Nein! Nicht die Streichelmaschine! Böser Mensch! Sorry, Hündchen.
Er ist albern. Weißt du, ich könnte mich an dich gewöhnen, Mr. Fuzzy. Oh. Vielleicht brauchen wir gar keine Streichelmaschine, wenn wir jetzt einen Menschen haben. Los, bringen wir ihm was bei. Versucht zu schlafen. Wieso ist ein Mensch im Haus? Also, das ist sozusagen vielleicht meine Schuld. Erst Dylan, neues Haustier. Neues Haustier? Ist euch klar, dass Menschen mehr als 100 Jahre alt werden können? Das sind 700 Hundejahre. 10 Generationen. Ja, genau. Das heißt, sobald er erzogen ist, kümmert er sich um 10 Generationen unserer Familie. Junge. Menschen machen extrem viel Arbeit. Sie müssen immer in Bewegung sein. Man muss ständig mit ihnen spazieren gehen. Im Park! Ja. Stichwort Park! Los, komm schon! Komm schon! Ich bring dir das Beiholen bei. Ja, gut so. Und jetzt los. Werfen. Werfen. Oh, gut, na dann. Hey. Aufgepasst. Hol's dir. Nein. Brava, Junge. Bauwacke, wow. Jetzt bin ich so müde. Hey, Mr. Fuzzy, willst du mal auf den Futterspender drücken? Nicht auf die Knöpfe drücken! Okay, bewahrt alle Ruhe! Der Futterspender dreht total durch! Ich mache das! Ich glaube, dein Gesicht ist voll mit Hundefutter. Ach du Schreck! Ich schalte den Futterspender ab. Ich kümmere mich um den Schlüsselschleuder, glaube ich. Mr. Fuzzy! Böse! Oh, tut mir leid. Dylan? Hm? Nein, Dad, wir können ihn nicht weggeben. Aber Mr. Fuzzy gehört doch jetzt zur Familie. Hat er sich wehgetan? Mein neues Handy. Oh, was für eine arme Kreatur. Oh, ich glaube, ich kann mich nicht gut genug um Mr. Fuzzy kümmern. Ich schätze, es wäre nicht fair, ihn zu behalten? Mein Sohn, Mr. Fuzzy gehört zu seinen Artgenossen, selbst wenn es dir das Herz brechen sollte. Herz, das ist es. Helfen wir, Mr. Fuzzy seinem Herzen zu folgen. Hey, komm, gib
das her! Gib das her! Hier, Junge, komm schon! Was für ein Schicksal. Oh, mach's gut, Mr. Fuzzy. Komm her, Bro. Gut so. Lass alles aus.